Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal die neue Version vom Car Duplication Glitch zeigen. Die Version, die ging auch schon mal Anfang November. Dann wurde die leider gepatcht und ja, mittlerweile geht diese Version wieder an. Was braucht ihr dafür? Auf jeden Fall braucht ihr die Hilfe eines Freundes, weil die Version ist leider nicht solo. Ebenso braucht ihr noch eine Arena-Werkstatt. Meines Wissens nach muss die Arena-Werkstatt auch voll sein. Und ja, ebenso braucht ihr noch in der Arena-Werkstatt ein Easy Classic drin, voll aufgetunt, weil der im Verkauf am meisten Kohle bringt. Und wenn ihr dann soweit alles habt, dann könnt ihr auch schon eigentlich losstarten. Begibt euch mit eurem Freund zum LSK-Meet, fordert euch irgendeine Karre an und begibt euch im LSK-Meet. Euer Freund soll dann auf eurem Fahrzeug drin sitzen bleiben. Dann verlasst ihr einmal das LSK-Meet und dann fordert ihr euch entweder irgendein CEO-Buzzard an oder benutzt ein NPC-Fahrzeug und begibt euch dann einmal zur Arena-Werkstatt. So sind wir dann bei der Arena-Werkstatt angekommen, begeben wir uns einmal zu dem Easy Classic, den wir uns dupen wollen. So, dann drücken wir einmal auf Options, also halten einmal Options und Steuerkreuz-Taste gleichzeitig gedrückt, dann müssten wir uns jetzt dann bewegen können. Ja, müssen wir vielleicht zwei, dreimal probieren, weil mir hat es auch nicht First Try geklappt. Also Steuerkreuz rechts und Options ungefähr gleichzeitig drücken. Dann versucht ihr mal ein bisschen zu lenken und dann müssen wir auf R2 drücken und dann dürftet ihr auch eigentlich losfahren können. So wie jetzt bei mir der Fall ist, wunderbar. Dann begibt euch einfach zum Ausgang von der Arena-Garage. Packt das Auto so, dass die Beifahrertür versperrt ist. Dann sucht ihr euch ein anderes Auto. Steigt einfach in irgendein Auto ein, welches Auto ist völlig egal. Und dann müsst ihr das Auto so parken, dass die Beifahrertür blockiert wird. So, dann können wir einmal testen, ob wir jetzt so in das Auto reinbangen. Wir drücken einmal Dreieck. Wenn wir jetzt so in das Auto direkt reinporten, ist es auf jeden Fall perfekt. Ja, jetzt gehen wir zum Ausgang, drücken dann einmal Dreieck und X gleichzeitig. Und dann werdet ihr sehen, dass wir jetzt mit dem Auto draußen vor der Arena spawnen. Das ist auf jeden Fall perfekt. Jetzt fordern wir uns irgendein Auto an, was wir nicht mehr gebrauchen können, was wir verlieren können. Gegebenenfalls auch ein LG, weil der ist ja kostenlos. Ich habe auf jeden Fall noch Autos, die ich nicht mehr benötige. Einfach irgendein Auto anfordern, was ihr nicht mehr benötigt. Habt ihr dann das Auto angefordert, müsst ihr ungefähr 10 Sekunden warten. Sagt dann eurem Freund Bescheid, dass der aus dem Auto aussteigen kann. So, wir warten ungefähr 10 Sekunden, sagen dann unserem Freund Bescheid, dass er ausgestiegen ist. Unser Freund sagt uns dann Bescheid, wenn er ausgestiegen ist. Und dann werdet ihr auch schon sehen, dass sich das Kennzeichen vom Easy Classic geändert hat. Bei mir sehen wir es jetzt gerade nicht, weil ich den Heckmesser noch drauf habe. Aber das Kennzeichen hat sich auf jeden Fall jetzt geändert und die Kopie, die gehört jetzt euch. Und ja, um die Kopie jetzt abzuspeichern, könnt ihr jetzt das Fahrzeug in irgendeine Garage reinfahren. Aber ja, ich fordere mir jetzt einfach die MOC an. Das geht jetzt viel schneller. Einfach das Auto dann in die MOC reinfahren. Und dann ist das Auto abgespeichert. Ja, wenn ihr euch jetzt noch eine neue Kopie machen wollt, dann ja, begibt euch dann wieder zum LSK-Meet und dann müsst ihr euch dann wieder irgendein Auto von irgendeiner Garage dahin stellen, so dass der Freund dann wieder einsteigt und drin sitzen bleibt und einfach dies selbst dann wiederholen. Und ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!